Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Amen. Schon nur Tatsache, dass der Franz von Assisi Zweifel in sein tiefgründiges Gebet hineingenommen hat, zeigt uns, was für ein Gewicht Zweifel manchmal haben in unserem Leben. Wenn man bei Google Stichwort Zweifel eingibt, dann kommt man zuerst einmal auf die Homepage der Zweifelchips. Da hat man gar nicht viel gebracht für die prägende Vorbereitung. Zweifel können ein Anzeichen sein von Unsicherheit, von Unentschlossenheit, von gewisser Skepsis oder einem Hin- und Hergeworfensein zwischen den vielen Möglichkeiten und Meinungen, die man hört oder hat. Und die Zweifel können so eklig sein, sie können einem richtig gehen, lähmen manchmal, völlig aus der Bahn rühren. Wer hat das schon gern? Solche Zweifel liebt niemand. Ich werde zuerst einmal ein paar Beispiele aufzählen aus der Bibel. Satan hat schon verstanden, im Paradies als erste Aktion Zweifel zählen. Bei Adam und Eva. Was Gott hat euch gesagt, ihr werdet sterben, oder wenn ihr die Frucht essen von dem verbotenen Baum. Ja, ihr habt sicher ihn falsch verstanden. Das gibt's doch nicht. Ihr werdet doch nicht sterben. Im Gegenteil. Ihr werdet sein wie Gott. Oder auch der Abraham. Der Abraham hat die wunderbare Verheißung gehabt, hey, ich will dich segnen, Abraham. Du wirst einmal ein riesiges Volk werden. Und er hat noch kein einziges Kind gehabt. Ist auf der Reise gewesen nach Ägypten. Und schon hat er bangt um sein Leben. Wenn die sehen, was ich für eine schöne Frau habe, dann werden sie mir den Kopf abschlagen und meine Frau wegnehmen. Das Gleiche hat er noch einmal gemacht. Im Land der Philister. Er ist ein Wiederholungszweifler geworden. Zara, seine Frau, ist nie schwanger geworden. Das hat auch Zweifel geweckt bei ihr. Was ist denn los? Gott, du hast doch das verheißen. Und mit der Zeit hat sie eine Lösung gesucht. Und hat gesagt zu ihrer Magd, zu der Hagar, hey, werd doch du Nebenfrau vom Abraham. Und so ist es gekommen. Und so ist Hagar eigentlich zur Leihmutter geworden für die beiden. Oder ich denke an Mose. Er hat so zweifelt an seinen Möglichkeiten. Ich soll zum Pharao gehen und nachher das ganze Volk Israel aus Ägypten führen. Sorry, aber das ist eine Sandalennummer zu gross für mich. Gott, sucht er einen anderen. Ich denke auch an die 12 Kundschafter, die das Land Kanaan auskundschaftet haben, wo Gott den Israeliten versprochen hat. Sie sind zurückgekommen und haben gesagt, wow, das ist ein schönes Land, das ist fruchtbar. Was für Früchte hier wachsen. Aber der eine Haken, wir können das Land nicht einnehmen, die sind so stark, das ist unmöglich.
Von diesen 12 sind der Josua und der Kaleb die einzigen gewesen, die das unbedingt gesehen hätten, dass Gott sie dort hineinführt. Aber die anderen 10 nicht. Und interessant ist, dass die 10 anderen das ganze Volk haben können für sich hinein. So ansteckend können Zweifel sein. Kennen wir auch jetzt gerade von diesen Beispielen solche Zweifel? Zweifel, dass Gott nicht gut meint mit mir. Zweifel an seiner Liebe. Zweifel an seinem Schutz und dass er uns bewahrt. Zweifel an dem, was er sagt in der Bibel für uns, seine Zusagen. Zweifel, ob ich den Auftrag, den Gott mir parat hat, ob ich das schaffe, das kann ich doch nicht. Oder Zweifel, dass Gott Unmögliches kann wahrmachen kann. Was sind deine aktuellsten Zweifel? Vielleicht ist jemand krank und du hast gebetet für die Person. Dieser Person geht es immer noch nicht gut. Oder du hast gefühlt die 1000 Bewerbungen schon rausgelassen und bist immer noch stellenlos. Du bist beim Lesen der Bibel auf eine Stelle gestoßen, wo du nur den Kopf kannst schütteln. Nein, das gibt's doch nicht. Gott ist doch nicht so. Du hast Gott gefragt nach seinem Willen. Und du kommst keine Antwort über. Oder das andere auch, kann auch passieren, dass er dir Antwort gibt. Und du nachher zweifelst, ja, ist das wirklich die Stimme von Gott gewesen? Oder von jemand anderem? Ist das mein Wunschdenken? Was ist? Was ist los? Warum bin ich so unsicher? Offene Wege und offene Fragen, die führen oft ins Zweifeln. Man muss anderen natürlich auch sehen. Wir Menschen sind auch sehr verschieden. Die einen schwimmen immer in einem Ozean von Zweifel. Und die anderen, wenn die an die einen ein Zweifel kommt, dann tropft der ab wie ein Wassertropfen auf einem öligen Körper. Einfach gut, weg. Ich weiß, wie der Marcel schon gesagt hat, Fragen, sind denn Zweifel so schlecht? Sind sie wirklich schlimm? Haben Zweifel nicht etwas Gutes an sich? Ein Richard Feynman hat einmal gesagt, wir müssen unbedingt Raum für Zweifel lassen. Sonst gibt es keinen Fortschritt, kein Dazulernen. Man kann nichts Neues herausfinden, wenn man nicht vorher eine Frage stellt. Um zu fragen, bedarf es des Zweifelns. Also Zweifel können etwas Gutes auslösen in uns, dass man sich vielleicht mal hinterfragt und merkt, oh, das wäre glaube ich gescheiter für mich, wenn ich diesen Weg würde einschlagen. Man kann sich hinterfragen und so auf einen besseren Weg kommen. Es kann einen bewahren vor einem falschen Schritt, wo man auf die Nase geht. Es ist also wichtig, dass wir Zweifel nicht einfach so von vorne weg gerade verdrängen, sondern sie auch bewegen, prüfen, sie ernst nehmen und Antworten suchen. Und wiederum muss ich sagen, es ist auch wichtig, dass wir uns von diesen Zweifeln, die manchmal so kleben an uns, dass wir ihnen nicht erlauben, dass sie sich an uns fett saugen, wie Blutdeckel. Das wäre auch nicht richtig. Es gibt so leichtfertige Menschen, so Take-it-easy-Typen. Für die ist Zweifel eher ein Fremdwort. Die leben einfach. Sie sehen keine Gefahren, sie sehen nichts, sie nehmen alles, eins nach dem anderen. Die Gefahr ist gross bei ihnen, dass sie vorbehaltlos so in etwas hineinschlittern. Auf eine Lüge hineingehen. Oder auf falsche Versprechungen eingehen. Und wenn sie das machen, werden sie zur Anfechtung für andere. Zur Verführung für andere. Und das ist auch nicht gut. Aber eben, es gibt das Gegenteil, Menschen, die immer zweifeln. Alles kritisch hinterfragen. Und nur glauben, was sie sehen. Das macht sie sehr oft auch blind für die geistliche Dimension.
Überall kommt ihnen der Verstand und die Logik in die Quere. Das ist auch nicht gut. Solche Menschen fällt es schwer, sich auf Gott einzulassen. Sie brauchen Beweis, wie der Jünger Thomas zum Beispiel. Er hätte nicht können glauben, dass Jesus auferstanden ist nach dem Tod. Nein, das gibt es doch nicht. Glaube ich nicht. Erst wenn ich ihn sehe, glaube ich. Und Jesus ist als erstes, als er die Jünger erschienen ist, auf den Thomas zugegangen. Schau mal da, meine Hände an. Schau meine Füße an. Glaubst du jetzt? Oder ich denke auch an Johannes der Täufer. Er ist im Gefängnis gehockt, gefangen von den Römern. Und eines Tages hat er seine Jünger losgeschickt, geht mal zu Jesus und fragt, bist du wirklich der, der soll kommen? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes war verwirrt. Plötzlich die Zweifel. Bei der Taufe am Jordan, wo er Jesus getauft hat, war ihm das so sternenklar. Das ist unser Messias. Das ist der, wo wir gewartet haben auf ihn. Und jetzt das. Und er sagt sich, Jesus, du machst doch Wunder, du kannst Wunder machen. Wo bleibt denn mein Wunder? Warum hocke ich immer noch hier im Gefängnis? Ich weiss nicht, ob du dich das auch schon gefragt hast. Jesus, du kannst doch Wunder machen. Vater im Himmel, du machst doch Wunder. Wo bleibt mein Wunder? Hast du das auch schon gefragt? Wer keine Ahnung hat, was Zweifel sind und wie Zweifler sind, kann in der Bibel lesen. Es ist auffallend, wie oft dort uns zweifelnde Menschen begegnen. Warum ist das so? Warum? Weil die Bibel Menschen beschreibt wie du und ich. Wie die Menschen heute. Gleichzeitig zeugt aber auch, wir haben es beim Thomas gesehen, davon, wie Gott oft verständnisvoll auf Zweifel eingeht. Manchmal ein bisschen knallhart, aber manchmal auch verständnisvoll, voller Liebe. Du hast sicher auch schon erlebt, dass Gott dir ein ermutigendes Zeichen gegeben hat, ohne dass du für das Zeichen gebetet hast. Du hast nur noch Danke sagen. Das ist auch eine Seite von Gott. Und andere Leute, die immer wieder um Zeichen gebeten haben, wie zum Beispiel der Gideon. Die Geschichte ist noch interessant zum Nachlesen. In Richter 6 und 7. Er hat eigentlich für jeden Schritt, den er gemacht hat mit Gott, um die Midianiter loszuwerden für die Israeliten, hat er immer ein Zeichen gebraucht. Bitte Gott, mach so. Bitte Gott, mach da mal Wasser und da nebendran ist es Troch. Und umgekehrt auch. Ihr kennt die Geschichte. So ist Gott. Manchmal ist Gott so auf uns ein und geduldig gibt uns Zeichen, eins nach dem anderen. Das ist faszinierend. Was hilft uns weiter, müssen wir uns fragen, wenn uns Zweifel befallen. Der Rob Bell hat in seinem Buch Jesus Unplugged von einer Kirchengemeinde geschrieben, wo einmal eine Nacht des Zweifels organisiert hat. Ich habe das noch interessant gefunden. Er hat Leute aufmerksam gemacht dort in der Gemeinde. Die Leute dürfen all ihre Zweifel aufschreiben, auf Papier, auf Zettel, alles, was sie bewegt und die Zweifel, die sie haben. Und ihr könnt mit diesen Zweifeln zu uns in die Kirche kommen. Das ist so heilend. Etwas aufschreiben und zu Gott gehen, in sein Haus. Das haben die Leute gemacht. Da sind so Fragen gekommen, warum lässt Gott Menschen sterben, die noch so jung sind? Warum sterben gläubige Menschen an Krebs? Warum gibt mir Gott keine Antwort? Es ist nicht nur um Antworten gegangen in dieser Nacht des Zweifels, sondern einfach darum, die einmal rauszulassen. Sagen, was einen bewegt. Ist sicher auch austauscht worden und gebetet worden. Aber es ist ihnen vor allem darum gegangen, das einmal rauszulassen.
Der Pharisäer Nikodemus hat auch mal so eine Nacht vom Zweifel erlebt. Er ist aufgestanden und ist zmitzt in der Nacht zu Jesus gegangen. Machen wir es doch auch so. Mal zmitzt in der Nacht zu Jesus gehen. Vielleicht auch ein Zettel schreiben. Und das nachher zusammenknüllen und weg. Der Verfasser fasst den Abschnitt über Zweifel so zusammen, was uns weiterhilft, ist die Erlaubnis, unseren tiefsten Zweifeln Ausdruck zu verleihen. Das hilft am meisten. Lass die Zweifel raus. Was uns nicht weiterhilft, wenn wir mit diesen Zweifeln sie alle mitnehmen und in unserem geistlichen Leben einfach so dahin tümpeln. Das ist so nicht hilfreich. Wenn wir einfach meinen, ja, das muss ich für mich behalten, geht niemand etwas an. Nein. Jakobus ist gleicher Meinung, wenn er schreibt in seinem Brief, wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Ich habe das so nicht gern, schwimmen im Allwiler See, wenn der Wind von da und von dort und von hinten und von überall kommt und du kommst ständig ein Wasserohrfeigen über, dass du kaum zum Schnaufen kommst. Wenn du so mit deinen Zweifeln lebst, dann kommst du kaum zum Schnaufen in deinem Leben. Das ist nicht gut. Ich muss das andere auch noch erwähnen, es gibt echte Zweifler und es gibt unechte Zweifler. Die echten Zweifler, wollen sie loswerden, wollen sie nicht einfach so dulden. Sie glauben an Veränderung, sind offen für Antworten, sie suchen, sie wollen Lösungen und wollen da innen wachsen. Sie wollen etwas lernen. Bei den unechten Zweiflern kann einem auffallen, dass sie sich an die Zweifel, die sie haben, richtig gehend klammern. Wie an ein Glaubensbekenntnis. Sie wollen ihre Zweifel nicht loslassen. Sonst müssten sie ja noch glauben. Sie wollen die Zweifel nicht loslassen, sonst müsste ja etwas ändern in meinem Leben. Nein! Es geht doch so gut so weiter. Ich halte an meiner Überzeugung, an meinem Verhalten fest. No problem. Alles picobello. Aber eigentlich müssten Sie sich fragen, was steckt für einen Glauben hinter meinen Zweifeln? Was steckt hinter meinem Unglauben für einen Glauben? Ein Georg Christoph Lichtenberg hat im 18. Jahrhundert schon Folgendes gesagt, das ist heute noch sehr aktuell. Bei den meisten Menschen gründet sich der Unglaube in einer Sache, auf der anderen, auf blindem Glauben in einer anderen. Also auf einer Seite Unglaube und auf die andere Seite dann der blinde Glaube. Klartext könnte das heissen, ich glaube nicht an eine Schöpfung von Gott. Das kann ja nicht sein. Und auf der anderen Seite glaube ich etwas anderes in dieser Beziehung, wo eher ein blinder Glauben ist. Oder ich glaube nicht an Gott und an die Bibel, aber ich glaube an andere Sachen. Und merke nicht, dass das ein blinder Glauben ist. Was hilft gegen Zweifel? Der Verstand. Ein stärkerer Wille. Ein gutes Gefühl. Der Theologe Hans Küng hat Folgendes gesagt in dieser Beziehung. Von wegen Wille, Gefühl und Verstand. Christlicher Glaube ist vielmehr ein unbedingt vertrauendes sich einlassen und sich verlassen des ganzen Menschen mit allen Kräften seines Geistes auf die christliche Botschaft und auf den, der mit ihr angekündigt wird. Das ist kein Krampf. Sich einlassen auf etwas.
Sich verlassen auf Gott ist doch kein Krampf. Wir dürfen das dank Gottes Hilfe. Unbedingt Vertrauen, einfach sich hinlassen und sich verlassen mit allem, wo wir sind, mit Leib, Seele und Geist auf die christliche Botschaft und auf den, der mit dir angekündigt wird, die Klammer Jesus. Zu dem sich einlassen gehört, dass wir auch mit unseren Zweifeln uns geduldig auseinandersetzen und mit diesen Zweifeln uns auf Gott einlassen. Oder auch mit anderen zusammen das teilen. Nehmt doch die Freiheit. Lasst eure Zweifel raus vor anderen. Dass andere für euch beten können. Da sind gute Beziehungen wirklich hilfreich. Für Zweifler sind sternenklare Nächte hilfreich, weil sie können sich an diesen Sternen orientieren wie ein Captain auf hoher See. Und jetzt müsst ihr hören, die Sterne am Nachthimmel sind mehr. Das sagt der Paulus, hier im Philipperbrief. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor unzufriedenem Murren und misstrauischen Zweifeln, dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt wie Sterne in der Nacht leuchten. Dazu müsst ihr unerschütterlich am Wort des Lebens festhalten. Da wünsche ich euch, dass ihr in Dunkelheit von euch nach Zweifel sättige Sterne sehen, die um euch herum sind und euch orientieren an diesen Sternen. Und ich wünsche euch auch, dass euch der letzte Satz klingt. Dazu müsst ihr unerschütterlich am Wort des Lebens festhalten. Das ist da, wo wir uns festzugen dran, wo wir uns festheben dran. Ich möchte noch beten. Jesus, du weißt, du kennst unser Leben, es ist schon so vieles, was uns bewegen will, hin und her rühren. Es ist so vieles, was auf uns innen stürmt, über das Ohr, über die Augen, über gewisse Erlebnisse und Erfahrungen. Herr, da brauchen wir dich als der, der uns sternenklar führt, manchmal durch das Wirrwarr. Manchmal durch die Unsicherheit, wo wir den Weg nicht sehen. Du hast gesagt, du bist der Weg. Und du bist auch Weg in unseren Zweifeln. Danke vielmals. Ich möchte besonders beten für die unter uns, die sich gerade bewegen. Mit so Fragen, mit so Zweifeln, dass du ihnen begegnest. Sie an die Hand nimmst und sagst, komm, ich komme mit dir. Red mit mir über deine Zweifel. Sag mir's. Ich will hören. Danke, dass du uns so lieb hast, dass du euch nahe bist und nahe bleibst. Amen.